Hi, hallo, mein Name ist Dirk Lutz von der Schreinerei Ars Habitat und Raumgestaltung. Ja, das Büromöbelkonzept finde ich super da oben. Ich war einer der Planer und Einrichter zusammen mit Tom Neu, das ist ein Architekt aus Esslingen. Wir sind über die Allianz zu dem Projekt gekommen, weil wir für die Allianz auch ein Einrichter sind oder waren. Dabo kam auf uns zu und es hat total Spaß gemacht. Ja? Also die Räume, so wie sie sind, ja, spiegeln auch so die Persönlichkeit vom Dabo wieder. Ne? So wie er das wollte. Er hatte klare Vorstellungen, wie es sein sollte, wie er beraten möchte, wie er arbeiten möchte. Und Tom Neu und ich durften ihn da einfach in diesem Prozess begleiten. Also wir sehen uns da eigentlich eher als Prozessbegleiter. Wenn wir es auch nachher umsetzen, aber wir versuchen hier die Wünsche vom Kunden oder vom Dabo halt so zu berücksichtigen und genauso umzusetzen. Klar, geben wir immer mal wieder Empfehlungen ab, machen die Muster, Collagen, wie könnte es aussehen, harmonisieren. Aber so wie es da oben ist, letzten Endes war das eine Vision vom Dabo. Und wir haben es eigentlich nur umgesetzt, ne? Wenn man so möchte. Ja, was zeichnet Dabo Bakaric aus? Er hat so eine Bodenständigkeit und ein Verständnis für Menschen. Also auch, wenn wir uns auch mal in der Zusammenarbeit, wo wir jetzt in dem letzten, es war fast ein ganzes Jahr in der Zusammenarbeit, und wenn man so ein Projekt gemeinsam macht, gibt es natürlich auch mal kritische Situationen, das ist klar, Emotionen. Aber er ist ein Mensch, wo man sich immer miteinander auseinandersetzen kann, der unheimlich gut zuhört, der aber unheimlich nett ist, trotz alledem. Ne? Er ist Geschäftsmann auf der einen Seite, er weiß genau, um was es geht, aber er ist ein ganz, ganz sympathischer Mensch und ein sehr offener Mensch und sehr, sehr zuverlässig. Und das ist es, was ich unheimlich schätze an ihm. Also er ist geradeaus, man weiß, woran man ist und ist ein toller, toller Mensch.